Hallo Leute, willkommen bei Super Jenny im Reich der Magie. Dies ist Teil 2. Ja, Jenny muss jetzt 7 Partikel sammeln. Ich denke mal, da fangen wir gleich mal mit an, bevor wir uns hier festquatschen. Oh, hier ist was. Ich glaube, das könnte sowas sein. Mal gucken. Partikel einsammeln. Jawohl. Da ist auch noch eins. Gut, das ist jetzt glücklicherweise nicht so arg schwer. Hier ist noch so ein Portal. Na, das sieht mir mehr nach Glühwürmchen aus. Oh, hier geht's dann runter. Oh, ist das cool hier. Die Frage ist, wie kommt man von einer Welt zur anderen? Vielleicht mit etwas Glück durch die anderen Portale. Und später mit dem Hexenbesen. Hier kann sie auch gleich noch einen Frosch einsammeln. Habe ich die schon? Naja, wenn ich die schon habe, macht nichts, dann sind die einfach weg. Oh, mysteriös und magisch. Wunderbar. Oh, mit großen Kristallen. So. Oh, mir gefällt das. Und hier auch eine Aalraunenpflanze. Mmh. Oh, ich sollte dann, wenn sie fertig gesammelt hat, sollte ich mal das Bestreben umschalten. Ja, mal gucken, wie die aussieht, wenn die größer ist, die Aalraunenpflanze. Was haben wir hier noch? Das sind doch auch interessante Pflanzen, aber keine zum Ernten. Sieht ein bisschen aus wie Nachtschatten. Oder? Ja, bittersüßer Nachtschatten. Ist aber ziemlich groß. Normal ist bittersüßer Nachtschatten kleiner. Oh, und da unten glitzert's. Ja, das mit den Hexen gefällt mir besonders gut, denn ich bin selber eine Hexe. Eine Kräuterhexe. Und darum fühle ich mich da natürlich ganz besonders angesprochen. So, Jenny, wo steckst du? Da rennt's rum. Wie viel hat sie inzwischen von diesen Partikeln? 6. Okay, da müssen wir nochmal gucken. Aber hier sind ja noch welche. Jede Menge. Ah, und sie hat einen gestreiften Blattfrosch gefunden. Das ist jetzt nicht so toll. Der Wirbelblumenfrosch. Mal gucken, ob sie schon wieder Frösche züchten können. Hä, was war das jetzt? Frösche züchten mit dem teuren anderen Wirbeleierpflanzenfrosch. Jetzt hat sie 2 von den teuren. Das ist gut. Dann können wir die nämlich künftig züchten. Und dann kriegt sie bei jedem... Ah ja, sie kann keine weiteren Partikel mehr. Na gut, alles recht. Suchen wir mal morgen. Da wird gebraut. Cool, cool. So, aber wir wollen morgen finden. Da, da. Jenny, geh mal hierher und dann sag mal Partikel eintauschen. Was treibt sie hier gerade? Lieder singen. Na, das ist doch schön. Wie hier überall Magie zelebriert wird. Mit Stock, ohne Stock, mit Kessel. Überall stehen hier Kessel rum. Also sie braucht ja auch... Ah, wir sollten hier erstmal Bestreben wie ändern. So, gut, das ins Reich der Magie reisen haben wir schon.
Jenny, wo treibt... Ah, da kommt sie. Da kommt sie. Und guck mal hier, was für schöne Fenster und Türen. Wenn sie mal wieder viel Geld hat, baue ich ihr dann natürlich auch ein Haus nach und nach. Und dann können wir die ganzen schönen Fenster und Türen und tollen Bauobjekte. Jetzt wird sie wohl Hexe. Mal gucken. Nerbasi, jawohl, jawohl. Nadish, und? Jenny ist jetzt eine Magierin. Du kannst dir ihr Zauberbuch ansehen, indem du ihre Vorteilsleiste öffnest oder auf dem Button mit dem... Und was jetzt? Oder auf dem Button mit diesem Fenster klickst. Also, jetzt suchen wir erstmal die Vorteilsleiste. Ist das das? Das könnte die Vorteilsleiste sein. Aktueller Lehrling... aktueller Rang Lehrling, ja, klar. Sieht schon schick aus. Ah, und das ist die Zauberladung. Die ist jetzt normal. Okay. Ja, sie hat hier keine Talentpunkte, keine Vorteile, gar nichts. Zauberbuch öffnen. Zauberbuch von Jenny Wagner. Ohne sein zuverlässiges Zauberbuch ist jeder Magier aufgeschmissen, denn darin ist von Zauberformeln über Rituale bis hin zu Elixieren sein gesamtes erworbenes Wissen aufgezeichnet. Ein Magier kann neue Zaubersprüche und Zaubertrankrezepte erlernen, indem er magische Folianten liest, mit Weisen spricht oder das Zaubern übt. Okay. Gut, sie hat hier also noch gar keinen Fortschritt. Ja, logisch. Und da sind die ganzen Zaubersprüche. Ich denke mal, auch die funktionale Magie sollten wir unbedingt lernen, denn Reparatur ist nicht schlecht, obwohl sie kann jederzeit alles sofort reparieren. Und sie hat auch den Schnellputz-Trait. Köstlichkeit? Hat bestimmt was mit Essen zu tun. Teleportieren ist sehr nützlich. Reproduktion auch. Üppiger Wuchs. Da gibt's schon einiges, was schön wäre. Heimkehrer. Übergangsritual. Schelmische Magie. Das reizt mich jetzt nicht so. Aber ungezähmte Magie, uiuiuiui. Inferno, zischender Blitz, Ruf der Geister, Chilio, Gedanken kontrollieren, Körperfizierung, aha, Fluchaustreiber, das ist wichtig, Duplikation, auch wichtig, Alchemie, ah, das sind die Zaubertränke. Super, super, wir wollen ja eigentlich das unendlich, das... Ewiges Leben, genau. Zaubertrank, ewiges Leben. Gut. Ja, das haben wir uns jetzt mal angeguckt. Und wie kommen wir hier raus? Vielleicht so? Jawohl. Dann könntest du jetzt vielleicht mal hier mit dem quatschen. Bewunderung ausdrücken ist immer gut. Aber ich glaube, es geht jetzt hier auch um... Oh, Whoopi Gorsch! Ein Sohnemann ruft an. Ja, Magie. Bitten, ungezähmte Magie beizubringen. Bring mir mal was bei, mein Lieber. Jenny hat einen neuen Zauber entdeckt. Inferno. Das ist gut. Aber das klingt nicht wie ein Zauber, den ich gerne oft anwenden will. Wir fragen mal, bitten, ein Zaubertrankrezept beizubringen. Woxa.
Yes. Burl. Ja, kannst du mir auch einen Zaubertrank? Jenny wurde ein neues Zaubertrankrezept beigebracht und sie hat eine Probe erhalten. Ein Zaubertrank Bedürfnisbefriedigung wurde zu ihrem Inventar hinzugefügt. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Glimmerstein. Oh, Glimmerstein. Zaubertrank Bedürfnisbefriedigung. Sehr gut. Falls sie denn doch mal pinkeln muss oder so. Und hier kann sie... mit dem kann sie ins Reich der Magie reisen. Nicht schlecht. Sehr praktisch. Jetzt sollte sie diesen hier mal kennenlernen, um von dem was zu lernen. Dirny Sloof. Vula Epni. Jo, stell dich mal dem Simon Silversweater vor. Ganz bezaubernd, Jenny. Bezaubernd. Auch wenn der gerade versucht, hier irgendwie was zu zaubern. Jawohl. Oh, da werden sogar die großartigen Weisen ganz schwach. Stopp. Mehr Jungfrauen nachahmen. Magie. Bitten, funktionale Magie beizubringen. So, und? Neuferium. Yes. Reparatur, nicht schlecht. Kann sie auch schon, aber... beim nächsten Mal lernen wir vielleicht was Nützlicheres. Ich stelle einfach mal zwischendrin eine schlüpfrige Frage. Das kann ja nie schaden. Und dann... was ist denn das? Wahrscheinlich ist Ritual der Ablösung, dass man kein Magier mehr ist. Keine Ahnung. Bitten, ein Zaubertrankrezept beizubringen. Ja. Nahara. Die Jenny mischt da schon ganz schön auf mit ihrer ganzen, mit ihrem Charisma und ihrem Liebreiz. Bon and Gravy? Ah, and Fabi. Ja, großes Glück. Na, das ist doch toll. Na, dann kannst du den doch gleich mal... frag ihn mal, ob er Single ist. Und dann könntest du... vielleicht mal Nummern austauschen. Und die denken sich auch, hey, die hat aber ihre ganz eigene Magie drauf. So, kannst du den auch schon irgendwie küssen? Ja, einen Kuss hauchen tut's ja auch schon. Ja. Jetzt mach mal einen ersten Kuss erleben. Und später erobern wir auch diesen Morgin noch. Jawohl. Aber dass du mir kein Baby machst, Jenny. So. Mach noch mal ein kleines Kompliment. Nicht schlecht. Die Frage ist, wie oft kriegt man da was beigebracht? Später. Okay, das dauert also. Und kann man ihn noch mal fragen? Nur mit dem könntest du auch mal kurz flirten, so nebenbei. Und... das dauert auch noch. So, ja. Ich mach ihm mal ein Kompliment. Ja, du gefällst mir auch sehr gut, Morgin. Ja. Ja, ja. Und
Rinka Shalbo. Spobani. Jessene. Mach ihm mal ein Kompliment. Und was ist denn das für ein Buch? Berühmte Zauberer der Geschichte. Ein Sachbuch. Aha. Mal gucken. Lies das mal. Vielleicht lernst du dann noch einen Zauberspruch kennen. Weil ich möchte eigentlich Inferno nicht unbedingt ausprobieren und reparieren. Den Zauber braucht man ja jetzt eigentlich auch nicht. Und wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Hier ist schickes Wasser. Sprudelndes, schickes Wasser. Interessante Musik. Ah, das ist hier so diese Portaltöne. Oh, ist das cool. Sehr magisch alles. Und hier ist ein Hexenfriedhof. Ein bisschen unheimlich. Der Geist von Seiji schwindet. Passt doch gerade. So. Jetzt ist die Frage, mit welchem Portal sind wir eigentlich hergekommen? Ist das hier was Besonderes? Das leuchtet so cool. Denn ich könnte mir vorstellen, dass man, sagen wir mal, mit dem Portal, wo wir gekommen sind, kommt man wieder zurück nach Glimmerbrook. Das wäre jetzt mal so meine Vorstellung. Und mit einem anderen Portal kommt man woanders hin. Und es wäre ja schön, hier auch mal die anderen Inseln, kann man ja schlecht sagen. Oh, man kann da auch laufen. Oh, cool. Naja, vielleicht nicht so richtig laufen. Was ist hier? Ah, da ist dieses Gewächshaus-Dings. Ich glaube, da kann man Zutaten finden und hier kann man Sachen kaufen. Oh, ist das toll. Abartig schön. Ah, hier gab es wohl mal eine Brücke und dann wurde das auseinandergerissen. Oh, haben sie das mal wieder schön gemacht. Überall Sternschnuppen. Jenny liest und liest. Es gibt hier offenbar keine Zauberkunstfähigkeit. Hier gibt es einen Garten auf dem Dach. So. Na komm. Das finde ich ja auch irgendwie cool. Kochen. Trank brauen, experimentieren. Vielleicht kann sie auch durch Experimentieren was lernen. Da, also, für den braucht sie einen Türkis und eine Baldrianwurzel. Baldrian. Ah ja, Salbei gab es auch schon vorher, genau. Salbei ist, glaube ich, eine Base-Game-Pflanze. Und einen Apfel. Einen Apfel, da bräuchten wir hier einen Apfelbaum. Und kochen kann man hier Chili, Fischtopf und Mac and Cheese. Und experimentier mal ein bisschen. Und dann gehen wir mal auf die anderen Inseln. Ich nenne es einfach mal Inseln. Ja. Chubadu. Stöhn, echt Zracker. Wahrscheinlich geht das schief. Aber es sieht cool aus.
Was ist denn so anstrengend? Oder schwitzt du einfach nur? Und, hast du was dabei gelernt? Gucken wir mal, ob man den jetzt wieder fragen kann. Aha. Nö, noch nicht. Ein bisschen anschüren, genau. Wie skeptisch sie guckt. Ja, noch ein bisschen was reinstreuen. Ja, zur Not müssen wir da mal einen Apfelbaum irgendwo in Willow Creek auftun oder so. Aber vielleicht kann man hier ja auch Äpfel kaufen. Ob sie hierbei was lernt? Sonst kann man immer gucken, steigt ihr Level, aber man kriegt ja keinen Level. Finde ich schade, dass es keine Zauberkunstfähigkeit gibt. Umsa. Macht sie jetzt wohl bis in eine Ewigkeit. Komm, hör mal auf damit. Und ich sehe gerade, die Folge ist eigentlich schon lang genug. Wir gucken mal, ob wir hier noch was lernen können. Nein, noch nicht. Aber wir können noch nach einem Zaubertrankrezept fragen. Badengravi? Aha. Emotionale Stabilität. Nicht schlecht. Gucken wir mal, was man dafür braucht. Opulentium und eine Kartoffel. Okay, gäb's auch in Willow Creek Kartoffeln. Ja. Ich denke, in der nächsten Folge gehen wir dann mal hier vielleicht auf beide anderen Inseln, aber vor allem hier auf die da. Und dann gucken wir mal, ob man hier interessante Sachen kaufen kann und überhaupt, was da so läuft. Ja, und dann sehen wir mal weiter, was wir noch so lernen können. Und dann müssen wir auch mal Zauber ausüben. Aber Inferno wollte ich jetzt nicht unbedingt heraufbeschwören. Da lerne ich lieber erstmal was Harmloseres. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!